So, wir fermentieren heute wieder ein bisschen Gemüse. Das letzte Mal haben wir nur Kürbis gemacht. Jetzt mache ich eine bunte Mischung mit allem, was so im Garten noch gestanden war. Rosenkohl, rote Beete, verschiedene Kürbisse, Knoblauch. Man kann auch ein paar Äpfel reinmischen, Karotten und ein Experiment mit Trockenfleisch. So, ich habe jetzt mal verschiedenes Gemüse geschnibbelt. Also wie gesagt, man kann da alles reinhauen. Vom Kürbis über rote Beete, eine alte Sorte, schon ein bisschen weich. Knoblauch, Karotten, Äpfel, ein alter Rettich, Rosenkohl. Da habe ich auch die Blätter da schon unten drin. Vom Rosenkohl. Also das kann man alles, wie man Lust hat, bunt reinmischen. Machen wir die Gläser voll. So, da vorne ein paar. Zack, bisschen Knoblauch. Bisschen Paprika. Karotten, paar Äpfel, alter Rettich und nicht zu vergessen Ingwerwurzel. Mein Hauptzutat ist natürlich Kürbis, weil ich da 100 Stück rumliegen habe. Weil auch viel zu schnell das Gammeln angefangen haben. So, jetzt fehlt nur noch das Salzwasser. Ich mache auf 1,5 Liter, probiere ich es jetzt mal mit 1,5 Teelöffeln Salz. Das rühre ich in heißes Wasser rein, ein bisschen, also mit dem Wasserkocher, im Messbecher, das auflösen. Und dann fülle ich den Messbecher mit kaltem Wasser voll und dann kann ich es ins Glas reinfüllen. So, das Wasser ist jetzt warm. Nehmen wir uns 1,5 Teelöffel Salz. So. Ein bisschen warmen Wasser anmischen. Mit Umkehrosmose, was in meinem Fall so ein Filter von der Firma Preis. Da ist jetzt das Wasser gefiltert. So, und das Wasser nehmen wir dann, um das Glas zu befüllen. So, haben wir dann wieder. Für die Gewürze gilt das gleiche wie fürs Gemüse. Alles, was man loshaben will, kann man zum Fermentieren nehmen. Alles, was schon jahrelang im Schrank liegt. Zum Beispiel ein Lorbeerblatt rein.
können. Zwei Löffel. Alles, wie man es halt denkt. Das geht nicht so genau. Koriander macht sich immer gut. Nur einen Teelöffel. Dann hier noch getrocknete Chilischoten. Die müssen auch mal weg. Zwei rein. Und Senfkörner. Kommt immer gut. Wenn das Wasser reinkommt, verteilt sich das auch gut im Glas. So, das haben wir schon. So, Wasser, den müssen wir durch. Und dann befüllen wir unser Gläser damit. Brauchen wir jetzt noch einen Schluck. So. Und jetzt kommt noch das Beschwerungsgewicht drauf. Da kann man entweder die hier kaufen von der Firma Lindt-Kind. Oder man nimmt irgendwas anderes. So, so schaut es dann aus. Und da können wir wahrscheinlich Deckel drauf machen. Deckel muss schön drauf liegen, ja, weil es zu viel Luft reinkommt. So. Dann noch zwei Klammern. So, das erste Glas wäre dann soweit fertig. Gummiklammern, Glasdeckel. Mit Wasser befüllt. Das lassen wir jetzt 2 Wochen im warmen Wohnzimmer oder wo es 20 Grad hat oder 22 Grad stehen. Und nach 2 Wochen kommt es in einen kühlen Raum, in den Keller zum Beispiel. Und das muss nochmal 6 Wochen nachreifen. Das ist wie beim guten Wein, umso länger es reift, umso besser wird es. Und umso weicher auch. Jetzt mache ich mal was völlig Verrücktes. Ich würze die 2 Gläser Trockenfleisch nach albanischem Rezept mit rein. Also auch Fleisch kann man fermentieren. Ah, ist jetzt gerade trocken, hart. Mal schauen, was passiert. So, am Rand tun, weil das zu viel Luft dazwischen kommt. Das Fleisch, das wurde bei 40 Grad getrocknet, also das ist Rohkostqualität vom Bio-Auerochsen aus der Fränkischen Schweiz.